So, einen schönen guten Tag auch meinerseits. Guten Tag noch. Und es freut mich, dass wir uns zu diesem spannenden Thema hier zusammengefunden haben. Ich finde, dieses Thema ist natürlich in unserem Bereich sehr, sehr wichtig. Und das Lehrwerk, das wir hier benutzen, spricht dieses Thema sehr gut an. Ich hoffe, das können Sie in dieser kurzen Zeit, die ich zur Verfügung habe, nachvollziehen und können auch mit mir den Gedankengang verfolgen. Und hoffentlich auch was Neues entdecken. Es geht also um die Heterogenität und um das Lehrwerk Weitblick B2, also Weitblick auf der Mittelstufe-Ebene. Und wir untersuchen auch im Allgemeinen dieses Thema, werden uns da auch mit einigen Ideen, Modellen beschäftigen. Zuerst zu dem Lehrwerk an sich. So sieht das aus, wenn Sie das noch nicht in der Hand hatten. Man könnte es auch als eine pragmatische Fortsetzung von dem erfolgreichen Lehrwerk Panorama verstehen. Sie sehen es auch in der Aufmachung, wenn Sie mit beiden Lehrwerken gearbeitet haben, erkennen Sie auch Parallelen. Ich werde nicht so zu tief darauf eingehen, denn Sie können mit diesem Lehrwerk natürlich auch ohne Panorama im Vorfeld sehr gut arbeiten. Ganz kurz, bevor wir einsteigen ins Thema, damit Sie wissen, um welche Zielgruppe es sich handelt. Es geht hier um junge Erwachsene im Inland und im Ausland. Natürlich mit einer gewissen Intention, gerade Mittelstufe. Hier geht es um die Vorbereitung auf sprachliche Abschlussprüfungen oder eben auf berufliche Tätigkeit. Und ganz besonders ist für diese Zielgruppe bezeichnend, dass sie den Einsatz digitalen Technologien nicht scheuen, dass sie damit gut arbeiten können, dass sie das auch gewollt sind, beim Sprachenlernen zu nutzen. So viel vorweg zum Lehrwerk und wir steigen jetzt direkt ins Thema. Es geht also um Heterogenität. So, wenn sich diese Teilnehmer hier vor mir auf dem Bildschirm anschauen, sehen sie alle ja gleich groß aus. Alles eine Niveaustufe, aber Sie erkennen mit einem Blick, alle sind komplett anders. Keine zwei Stifte, Teilnehmer, Teilnehmerinnen sind identisch. Und so ist auch unsere Lerngruppe vor uns. Auch dort gibt es eine vielfältige Heterogenität. Wir sprechen nicht nur über die Heterogenität im Bereich der Leistung, sondern auch im Bereich der Interessen. Und das geht sehr, sehr weit auseinander. Insofern ist die Heterogenität immer ein Thema in unserer Arbeit. So, und ich halte es gerne so, dass ich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch mal gerne zu Wort lasse. Hier können wir nicht wirklich mal miteinander sprechen, aber wir können schreiben. Wie ist es denn, wenn Sie ein Lehrwerk vor sich hätten, das direkt die Heterogenität anspricht, das Sie bei dieser Arbeit unterstützen soll, was soll dieses Lehrwerk leisten? Wie kann dieses Lehrwerk Sie bei der Arbeit unterstützen? Benutzen Sie bitte mal die Chatzeile, um mit zwei, drei Worten Ihre Wünsche an das Lehrwerk zu schreiben, das sich dem Thema Heterogenität verpflichtet. Ja, viele verschiedene Aufgaben, Bindifferenzierung, Vokabelliste, verschiedene Aufgaben, unterschiedliche Aufgaben, Bindifferenzierung. Sie sehen, das erste Schlagwort, was Ihnen da einfällt, ist die Bindifferenzierung auf jeden Fall. Unterschiedliche Übungen wieder zur Differenzierung. Ziele reflektieren, auch sehr wichtig, gehört auch zum Thema Strategie. Zum Reflektieren über das Gelernte, über den Lernprozess. Unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Lernwege anbieten. Oh ja, das immer wieder in dem Strategiebereich. Und dieses unterschiedlich ist auch eng mit diesem Thema Bindifferenzierung verbunden. Genau das ist das, was uns da auf jeden Fall weiterhilft. Hallo aus Salzburg, hallo aus Dresden.
So viel, auch wenn Sie da noch weitere Ideen im Kopf hatten, behalten Sie ruhig mal im Kopf oder schreiben Sie noch weiter mit auf. Vergleichen Sie es mit dem, was ich Ihnen als nächstes erzähle. Denn jetzt stelle ich Ihnen mal in all den Eckpunkten vor, wie die Autoren des Lehrwerks mit dem Thema Heterogenität umgehen. Was sind die Punkte, die uns da auf jeden Fall unterstützen sollten? Nee, kleiner Moment, da habe ich mich selbst überholt. Erstmal bleiben wir auf der allgemeinen Ebene mit der Frage, wie geht man mit Heterogenität um? Es gibt da so drei so Grundsatzprinzipien, wie man damit umgehen könnte. Das erste ist ignorieren. Heterogenität, nö. Bei mir sind sie alle B2, das ist ein Niveau und da gibt es diese Aufgaben, die haben sie zu erfüllen. So funktioniert das. Das wäre der Ansatz, Heterogenität ignorieren. Ich muss es nicht weiter ausführen. Sie merken sicherlich selber, so kommen Sie nicht weiter, denn die Heterogenität kann man ja nicht wegschweigen. Die ist da. Das Zweite ist, ich erkenne, dass eine Heterogenität da ist. Ich bemühe mich aber, diese zu reduzieren, indem ich sie unterdrücke oder auch aktiv auch abbaue. Auf der einen Seite die einen beispielsweise abbremsen, die anderen etwas fördern, damit ich so eine starke Mitte bekomme und ungestört meinen Unterricht machen kann. Das wäre die nächste Möglichkeit, damit umzugehen. Es gibt aus meiner Sicht drei Fehlannahmen, die mit dieser Strategie verbunden sind. Das erste ist, dass eine Heterogenität etwas ist, was es zu vermeiden gilt, also dass die Heterogenität meinen Unterricht stört. Ich bin stark davon überzeugt, dass die Heterogenität, wenn man es richtig anpackt, den Unterricht bereichern kann. Sie sicherlich, Sie sind möglicherweise auch der Meinung, da Sie sich mit diesem Thema so aktiv beschäftigen, an diesem Webinar hier teilnehmen. Das zweite Problem, die zweite Fehlannahme wäre, dass die Schüler und Schülerinnen, Teilnehmerinnen genau das Gleiche lernen, was ich sie lehre. Also dieses Trichterprinzip, Nürnberger Trichter, wir wissen, die Idee ist längst überholt, dass wenn das funktionieren würde, könnten wir so etwas wie Homogenität erreichen. Aber das ist nun mal nicht der Fall. Sie wissen ja, wenn Sie eine Gruppe von Teilnehmerinnen und Teilnehmern vor sich stehen haben, sitzen haben, und Sie nun mal nur das eine erzählen, kommt bei jedem teilweise etwas anderes an, beziehungsweise wird definitiv anders verarbeitet, abhängig von dem Vorwissen, was schon da ist, abhängig von den Interessen, abhängig von der Gerichtetheit der Aufmerksamkeit und so weiter, abhängig vor allem davon, ob das für mich, also für den Teilnehmer, sozial oder persönlich bedeutungsvoll ist, mit positiven Emotionen verbunden. All das sind Faktoren, die eine Rolle spielen bei der Gleichung, wie viel von dem, was vorne präsentiert wird, tatsächlich bei einem ankommt und in welcher Art und Weise. Also hier ist die Heterogenität vorprogrammiert. Erst, also selbst wenn ich eine komplett homogene Gruppe vor mir hätte, nach wenigen Unterrichtseinheiten ist die Heterogenität wiederhergestellt. So, und das Letzte habe ich schon mehrfach angedeutet. Eine Fehlannahme, dass es sowas wie Homogenität gibt, ist auch also diese Annahme ist auch eine Fehlannahme, denn es gibt keine zwei Menschen, die komplett identisch sind. Also können wir das Thema Homogenität abhaken und uns einfach nur damit beschäftigen, wie wir mit der Heterogenität umgehen wollen. So, und das wäre der dritte Schritt, und zwar das Akzeptieren der Heterogenität. Und da gibt es aus meiner Sicht drei Arten von Differenzierung, die schauen wir uns mal ganz kurz noch an. Es wäre das Nebeneinander, das Miteinander und eine individuelle Differenzierung. Ich habe mir Hilfe geholt, und zwar von einer Gruppe von Smarties. Die soll mal darstellen, wie diese Binnendifferenzierungsarten funktionieren. Das Nebeneinander, wie es in dem Namen heißt, wie Sie auf dem Bild sehen, bedeutet, man bildet nahezu homogene Gruppen, die man binnendifferenziert mit unterschiedlichen
unterschiedlich gewichteten Inhalten bedient. Also dabei hätten wir die quantitative Differenzierung, das heißt, die einen kriegen ein bisschen mehr, die anderen kriegen ein bisschen weniger. Oder qualitativ, die einen kriegen etwas schwierigere Aufgaben, die anderen etwas leichtere. Sie merken, ich reduziere hier allerdings den Heterogenitätsbegriff, denn es geht bei Heterogenität nicht nur um leicht oder schwer. Das wollen wir mal nur kurz zur Vereinfachung so benutzen. Also, wie gesagt, verschiedene Leistungsgruppen, sage ich mal, innerhalb einer Gruppe, die unterschiedliches Material bekommen. So, jetzt haben wir verschiedene Probleme, die damit verbunden sind. Erstens, wo fange ich denn an? Beispielsweise mit quantitativen Differenzierungen. Wenn die einen merken, sobald ich fertig bin, kriege ich noch so eine Übung auf den Tisch geknallt, ist es nicht wirklich und nicht immer motivationsfördernd. Es sollte schon etwas eine höhere Herausforderung drin sein, nicht einfach nur nochmal das Gleiche. Das ist uns klar. Das Qualitative, die einen kriegen leichtere Aufgaben, die anderen schwierigere Aufgaben. Da habe ich mitunter das Problem, dass ich sie auf diese Leistungsgruppen dann festlege. Wenn beispielsweise auch noch ich diese Gruppen eingeteilt habe und die anderen kriegen immer die leichten Aufgaben, können sie nie besser werden als die anderen, also können ihre Stufe nicht wirklich ohne weiteres erweitern, da sie nie wirklich gefordert worden sind. Das zweite Problem ist, wonach gehe ich wirklich, wonach mache ich diese, bilde ich diese Gruppen? Sie sehen auf dem Bild, ist es nach Farben sortiert, aber was wäre, ich könnte ja nach gesprenkelt und nicht gesprenkelt sortieren und so weiter. Wie gesagt, da ist ja, wie gesagt, in dem Heterogenitätsproblem gibt es verschiedene Facetten. Das Beste ist aus meiner Sicht, wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich selbst einstufen können und selbst Material aussuchen können, mit dem sie arbeiten, das sie am besten fordert, dass sie gerade noch auf diese Stufe noch bedient, die sie gerade noch erreichen, bei der sie noch ein kleines bisschen Hilfe brauchen, wo sie da Herausforderung sehen. So, die Differenzierung nebeneinander. Das ist durchaus die klassische Differenzierungsart, finde ich, in beiden Varianten, quantitativ und qualitativ. Gehen wir zum zweiten, Miteinander. Was bedeutet Miteinander? Sie sehen es an der Smarties, da sind alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf einem Haufen. Ich bilde dort keine Gruppen. Ich versuche da keine künstliche Homogenität innerhalb der Kleingruppen herzustellen, sondern die sollen miteinander auf den entsprechenden Ebenen, Niveaus arbeiten. Wie mache ich das? Und zwar geht es hier um die sogenannte natürliche Differenzierung. Hier ist die Idee dabei, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer die gleiche Aufgabe bekommen. Diese Aufgabe soll eine gewisse Komplexität haben und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer suchen sich selber einen Weg heraus, auf dem sie diese Aufgabe bearbeiten, welche Hilfsmittel sie dazu benutzen, sodass eine Aufgabe auf einem relativ geraden, leichten Weg zu bearbeiten ist und genauso auf einem langen, etwas umfangreicheren Weg. Wichtig ist natürlich an dieser Stelle der Austausch innerhalb der Gruppe, auch im Gesamtplenum, damit die Teilnehmerinnen und Teilnehmer voneinander lernen, damit sie die verschiedenen Lösungswege und auch die Ergebnisse vergleichen können. Kooperative Aufgaben sind eigentlich so gut wie per se natürlich differenzierend, da es innerhalb der Gruppe verschiedene Prozesse gibt, die jeder auf seinem Leistungsniveau, innerhalb seiner Interessen und so weiter bedienen kann. Miteinander. Und das Letzte, individuell. Sie hier sehen es an dem Bild, da wird ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin herausgepickt und individuell gefördert. Freigebende Differenzierung sagen wir dazu. Also hier sprechen wir von dieser Beraterrolle, der Lehrer als Berater unterstützt, eine Teilnehmerin, ein Teilnehmer in dem Lernprozess steht mit Hilfe zur Seite,
aber die Teilnehmer dürfen den Weg mehr oder weniger selbst bestimmen und sind dementsprechend natürlich auch optimal gefordert, wenn sie auch Anstrengungsbereitschaft zeigen, weil ihnen keine Grenzen gestellt werden innerhalb der Aufgabe. Sie müssen nicht warten, bis die anderen die Aufgabe gelöst haben, sondern dürfen sich da frei entfalten. Ist natürlich sehr schwierig, das zu managen, das zu moderieren, aber wäre sicherlich ein produktiver Weg, insbesondere aus der Sicht der Lernenden. So, Sie sind wieder dran. Was denken Sie? Wir haben über diese drei Differenzierungsarten gesprochen. Welche Differenzierungsart ist aus Ihrer Sicht die beste? Schreiben Sie mal ganz kurz in den Kommentaren. Miteinander. Es gibt keine beste. Miteinander, miteinander. B. Je nach Zielsetzung, individuell. Alle im Wechsel. Ja, also es gibt hier eine relativ deutliche Tendenz Richtung B, aber Sie haben sich auch nicht ganz verunsichern lassen durch diese Frage. Sehen Sie auch über den Tellerrand eine Frage hinaus? Natürlich eine Kombination aus allen drei, um das abzukürzen, ist aus meiner Sicht auf jeden Fall die beste, denn alle diese Differenzierungsarten haben verschiedene Vorteile, auch Nachteile. Und warum sollte man sich nur für eine entscheiden, wenn man von allen schöpfen kann? So viel zu der allgemeinen Einführung zum Thema Heterogenität. Jetzt schauen wir uns mal an, wie dieses Thema direkt im Lehrwerk umgesetzt wurde. Und dazu, auch als Struktur des weiteren Vorgehens schauen wir uns mal die Überlegungen des Autorenteams, zu dem Thema Heterogenität. Was müssen wir in dem Lehrwerk machen, damit es funktioniert? Also, als erstes modularer Aufbau mit Fertigkeitenorientierung. Es gibt also in dem Lehrwerk Weitblick Module, mit denen Sie flexibel arbeiten können, die Sie auch an verschiedenen Stellen einsetzen können. Und das macht das Arbeiten mit dem Lehrwerk natürlich flexibler. Wir schauen uns auch eine Möglichkeit an, wie man die Module sogar parallel bearbeiten kann. Finde ich spannend, die Idee. Alles in einem Produkt. Also Sie haben es anfangs angesprochen, vielfältige Übungen. Also das suggeriert gleich eine Menge an Material, das Sie irgendwie mal jonglieren müssen. Hier ist die Idee, eine Menge an Material ja, aber alles innerhalb des Lehrwerks und aufrufbar, abrufbar mithilfe des Smartphones. Das nehme ich schon mal vorweg. Differenzierung nach Niveau wollen wir haben. Differenzierung nach Interesse. Strategievermittlung haben Sie auch angesprochen im Chat am Anfang. Kooperative Aufgaben habe ich angesprochen, zum Thema Miteinander, differenzierend. Und das Letzte sollte man nicht vergessen, auch die Grammatikwiederholung, die gehört auch mit dazu, sollte man nicht vergessen. Auch die wird hier explizit behandelt. So, Entschuldigung, ein Schritt zurück. Ah, jetzt ist alles weg. Diese Schritte sollen auch die Struktur der nächsten ungefähr 20 Minuten darstellen. Das sind Inhalte, die ich Ihnen als nächstes vorstellen möchte. So, modularer Aufbau. Was heißt denn das? Hier ist die Struktur des Lehrwerks. Das sind die Doppelseiten in B1 plus und B2. Und Sie sehen, die ersten drei Doppelseiten gehören zum festen Teil. Die werden also gemeinsam bearbeitet. Und danach gibt es auch etwas, was zu dem modularen Teil gehört. Erstmal zum festen Teil. Dort gibt es alle Fertigkeiten. Man spricht hier sogar von fünf Fertigkeiten,
Das Hörsehen gehört auch mit dazu. Die grammatikalischen Strukturen, Wortfelder, Phonetik, Strategievermittlung schauen wir uns auch mal in einem Video an. Zielaufgaben, das wurde auch angesprochen. Das Ziel sollte immer transparent sein. Das ist hier sehr, sehr wichtig. Hier ist es so, dass diese Aufgaben immer am Ende eine Übungssequenz dastehen und sollen handelnd das zusammenfassen, was bis dahin gelernt wurde und auch tatsächlich handelnd umsetzen, damit die Teilnehmer auch sehen, was sie gerade gelernt haben, wozu haben sie das praktisch gelernt, wie kann man das anwenden. Das sind die Zielaufgaben. Und Bindifferenzierung auch nach Inhalte, die sie auch über ihr Smartphone aufrufen können. So in dem modularen Teil haben wir verschiedene Schwerpunkte, je nach Fertigkeit. Die grammatikalen Strukturen werden da wiederholt, genauso die Wortfelder und Redemittel. Strategievermittlung hat wiederum eine eigene Bedeutung in dem modularen Teil. Und wir finden dort auch Bindifferenzierung nach Niveau. So, wie geht das mit dem modularen Aufbau? Jetzt würden Sie normalerweise das Buch in die Hand nehmen, spätestens jetzt und durchblättern. Das können Sie nicht, wahrscheinlich nicht, falls Sie es nicht eh schon vor sich haben. Also würde ich für Sie durchblättern, die Einheit 3, suchen und finden. Ein Thema, was nach viel und ja, was über viel und nichts aussagt, möchte ich fast sagen. Das heißt, da passt irgendwie alles rein und man weiß trotzdem nicht so konkret, was da drinne sein soll. Wenn man aber ein bisschen weiter blättert, findet man Überschriften wie auf der Suche nach Informationen, den Traumjob finden, auf der Suche nach frischen Ideen. So, das wären die Seiten des festen Teils. Jetzt kommen die Seiten des modularen Teils. Das erkennen Sie auch hier an der grauen Leiste, wenn Sie durchblättern. Außerdem sehen Sie, die Symbole der Fertigkeiten, die gerade an dieser Stelle im Fokus stehen. Ja, hier wäre es ja Sprechen und Schreiben. So, dann geht es weiter um Ruhe finden. Hier geht es ums Lesen. Hören, kreativ gelöst. Also Sie sehen, auch thematisch ist es sehr weit offen und die Seiten des festen Teils werden durch die modularen Seiten ergänzt und Sie haben die Wahl bei den modularen Seiten, sie in einer beliebigen Reihenfolge zu bearbeiten, beziehungsweise die Teilnehmerinnen, Teilnehmer können auch selbst entscheiden, welche Reihenfolge sie diese bearbeiten und mit welchem Schwerpunkt sie gerade arbeiten, ob das eben Sprechen, Schreiben, Lesen oder Hören ist. So, man könnte damit zum Beispiel folgendermaßen umgehen. Erstmal die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen an, die Ankommensphase, dort könnten sie freies Material benutzen, mit dem sie gewohnt sind zu arbeiten. Das Foto stammt von der Autorin, von Weitblick, von einer der Autorinnen. Im zweiten Teil könnten Sie mit dem festen Teil arbeiten, die Input-Phase. Und im dritten Teil könnte es fertigkeitsorientiert weitergehen mit den modularen Seiten. Dort eben mit dem Einsatz des Handys, erkläre ich gleich im nächsten Schritt, können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die unterschiedlichen Inhalte, die Zusatzangebote noch mit aufrufen. Alles in einem Produkt. Wie gesagt, wir möchten alle Inhalte, alle Zusatzangebote auf dem kürzesten Weg erreichen können. Und das geht so, dass die Inhalte über ein Smartphone aufgerufen werden können. Ich liste Ihnen mal auf, was alles dazugehört, was es alles an Materialien gibt, was Sie mit der sogenannten PagePlayer-App aufrufen können. Es sind also vorrangig und naheliegenderweise die Hörtexte. Schon da kann man ein ganzes Stückchen weiterdenken, denn
Stellen Sie sich mal vor, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die Möglichkeit, in Eigenregie die Hörtexte zu allen Übungen aufzurufen. Sie müssten also nicht mehr die Kursbuch-CD vorne abspielen und damit auch das Tempo vorgeben, in dem mit diesem Hörtext gearbeitet wird. Wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer also die Möglichkeit haben, mithilfe des Smartphones jede beliebige Audiodatei zu der entsprechenden Übung aufzurufen und sie im eigenen Tempo zu hören, auch mal anzuhalten, auch mal zurückzuspulen, auch mal ein Wort nachzuschlagen, da verändert sich sofort qualitativ der Unterricht, finde ich persönlich. Ne? Gerade in Richtung Heterogenität. Dem einen gehört, reicht es, einmal drüber zu hören, der andere hat eigentlich so gut wie gar nichts verstanden beim ersten Mal. Du brauchst mindestens dreimal, um dazwischen mal kurz eine Pause zu machen, um sich zu sortieren. Das kann ich mit der App erreichen. Es geht natürlich, es gibt gewisse Voraussetzungen, die erstmal erfüllt werden müssen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen natürlich ein Smartphone haben. Das ist in allermeisten Fällen der Fall. Zweitens, die bräuchten natürlich Kopfhörer. Denn wenn ich jetzt 20 Mal verschiedene Audioteilen abgespielt höre, kann ich mich auch nicht mehr konzentrieren. Also die Kopfhörer müssten tatsächlich zu der Grundausstattung gehören. Entweder steht das direkt in der Kursbeschreibung drin, dass diese vorausgesetzt mitgebracht werden müssen, oder es gibt eben mal gestellt von der Sprachschule, aus hygienischen Gründen natürlich personengebunden. Das ist auf jeden Fall im Budget, finde ich, da es durch diese Möglichkeit noch viel Potenzial drin steckt, was wir abrufen können. Also Kopfhörer, Smartphone und los geht's. Da auf dem gleichen Weg kann man ja mit den Videos arbeiten, auch dort ruhig mal Stopp machen, zurückspulen, wirklich mal damit arbeiten. Kooperative Aufgaben, dort werden ja zusätzliche Übungen und Texte aufgerufen. Das will ich nicht alles theoretisch beschreiben, das zeige ich Ihnen. So, als erstes die Frage, wie funktioniert diese App? Einfach herunterladen auf Google Play Store oder wo auch immer funktioniert, genauso auf anderen Endgeräten, also Apple und Windows auch. Und die Daten können einmalig offline heruntergeladen werden und dann einfach nur abgerufen werden. So, machen wir mal ein kleines technisches Experiment. Ich versuche Ihnen mal ganz kurz zu zeigen, wie das funktioniert. Dazu lasse ich kurz meinen Bildschirm flackern, da ich Ihnen gleich den Inhalt meines Smartphones zeigen werde. So. Ich mache es noch groß, damit uns der Hintergrund nicht so stört. So, das ist jetzt mein Handy, was ich gerade in der Hand halte. Hier mitten im Mond sehen Sie die App Page Player. Da klicke ich drauf. Ich habe schon das entsprechende Buch aufgerufen. Ich könnte auch in der Bibliothek ein anderes Buch auswählen. Ich habe einfach oben im Filter Deutsch als Fremdsprache eingegeben und dort sehe ich die ganze Reihe an Büchern, die dazu verfügbar sind. Ich klicke mal das aktuelle Lernwerk, mit dem ich arbeite, an. Sie können schon sehen, die Einheit 3 habe ich heruntergeladen, die hat ein anderes Zeichen hier. Die Einheit 2 könnte ich genauso. Ich mache es einfach mal, geht relativ schnell herunterladen. Und dann kann ich auf die Daten dann überall zugreifen, ohne das Internet bemühen zu müssen. So, Sie sehen hier oben also einen Button, Seite scannen. Das ist ein Weg, eine entsprechende Übung bzw. ein entsprechendes Material aufzurufen. Wenn ich das Lehrwerk von mir aufgeschlagen habe, kann ich über die Kamera die aktuelle Seite scannen und es werden mir die Übungen bzw. die Materialien angeboten, die es zu der Seite gibt. Die zweite Möglichkeit ist, die zeige ich Ihnen jetzt, auf die entsprechende Einheit klicken
und aus dem Menü heraussuchen, welche Datei ich aufrufen möchte. Entsprechend der Seitenzahl kann ich ein Video aufrufen, kann ich eine Audiodatei anhören. Hier gibt es verschiedene Stellenanzeige, also Variante A, Variante B, schauen wir uns mal an. Genauso hier Variante A, Mika, Variante B, Carlos. Da sind wir schon bei der Differenzierung mittendrin. Wie genau das umgesetzt wird, zeige ich Ihnen nochmal am Beispiel direkt mit dem Text. So, sehr kurzer, sehr einfacher Weg zu allen Materialien, die es zu dem Lehrwerk gibt. Alle Audiodateien, Videodateien, alle zusätzlichen Texte, die für den Lerner zur Verfügung stehen sollen, sind über diesen Weg aufrufbar. Ich wechsle zurück zu der Präsentation. Flagger, Flagger, Flagger. Und zeige Ihnen den Einsatz dieser App an ausgewählten Beispielen. So. Entschuldigung. Kurz vorweg, bevor Sie in Panik geraten, ich arbeite aber gar nicht so gerne mit dem Handy. Müssen Sie nicht unbedingt. Sie können alle diese Zusatzmaterialien, die ich Ihnen gezeigt habe, alle Audiodateien, zusätzlichen Texte auch herunterladen, fest auf dem Computer über Cornelsen Codes. Und die entsprechenden Codes finden Sie im Lehrwerk vorne aufgelistet und an der Ecke jeder Doppelseite finden Sie auch entsprechende Codes, wie Sie Material für die jeweilige Seite herunterladen können. Also das geht sehr komfortabel aus meiner Sicht, wenn Sie es also gerne direkt auf dem Computer haben, vorneweg schon alles heruntergeladen, dann müssen Sie das nur noch organisieren, damit Sie sich gut darin zurechtfinden. Aus meiner Sicht der einfache Weg über das Handy. Das Handy kann ich auch mit einem Lautsprecher verbinden und direkt von dort aus die Audiodateien zu den gemeinsamen Übungen abspielen. Da kann ich mir auch den Weg technisch einfacher machen. So, wir waren bei der Idee, bei der Frage, wie kann ich diese Materialien einsetzen, inhaltliche Beispiele dazu. Wir wären also direkt bei der Differenzierung nach dem Niveau. So, wir haben hier eine Seite, die können Sie natürlich in dem Ausschnitt nicht lesen. Da geht es um den beruflichen Werdegang, um den Lebenslauf. Einheit 3 sind wir gerade. Ich vergrößere mal einen Abschnitt. Und da sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Informationen also zu ihrem Lebenslauf notieren. Jetzt sind wir hier mit diesem Symbol, geht es hier, sehen wir, dass es hier Angebot zur Differenzierung nach Niveau gibt. Hier heißt es im Text, brauchen Sie Hilfe oder sind Sie schon fertig? Dann arbeiten Sie mit der App. So, das sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gewohnt. Sie sehen das Zeichen, Sie sehen, da gibt es zusätzliches Material. Darauf werde ich auch hingewiesen in der Aufgabenstellung. Und jetzt zeige ich Ihnen, was Sie dort vorfinden. Zuerst in dem Fall, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer brauchen noch Hilfe. Also rufen Sie dieses Material über das Handy, sage ich immer. Es könnte genauso ein Tablet sein. Und darin heißt es, brauchen Sie Hilfe, bearbeiten Sie zuerst diese Aufgaben. Wie heißt das Nomen? Suchen Sie im Lebenslauf in 1b, also arbeiten Sie direkt mit dem Text, was Sie gerade bearbeitet haben, und machen Sie eine Liste in Ihrem Heft. Also studieren, das Studium und so weiter. Da wird also sprachlich vorentlastet das Ganze vorbereitet, damit dann nach und nach das entsteht in etwas vereinfachten Form, was in der Übung gefordert wird. Die andere Seite ist, andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind schon fertig und fragen, Herr Sternberg, was soll ich jetzt machen? Sage ich, guck doch mal in der App. Und da heißt es, sind Sie schon fertig? Bearbeiten Sie eine weitere Aufgabe. Hier geht das, ist so eine Art Mischung zwischen quantitativ und qualitativ, denn es gibt eine zusätzliche Aufgabe, aber natürlich nicht auf dem gleichen Niveau, sondern eine etwas anspruchsvollere Aufgabe. Und da heißt es,
Was haben Sie während Ihres Studiums, Ihres Praktikums, Ihrer Ausbildung gemacht und gelernt? Welche Erfahrungen konnten Sie sammeln? Ergänzen Sie Tätigkeiten in Ihren Notizen. Also, ich möchte dann im Lebenslauf nicht nur lesen, Anglistikstudium, ich möchte auch sehen, was für Zertifikate da erreicht worden sind und so weiter. Praktikum, da möchte ich das auch ein bisschen genauer wissen. Was wurde dort gelernt? In welchem Bereich fand das Praktikum statt? Und so weiter. Also das ist nicht einfach eine Zusatzbeschäftigung, das ist wirklich mal der Arbeiten mal direkt intensiv an der Aufgabe weiter und das sprachliche Produkt wird noch hochwertiger dadurch. Das ist nicht einfach nur eine Beschäftigung, damit sie nicht stören. So, Bindifferenzierung nach Niveau. So ähnlich wünscht man sich das auch im Bereich der Differenzierung nach Interessen. Ähnliches Beispiel: Bewerbung schreiben. So, jetzt kann ich entscheiden, wir haben es schon in der App gesehen, Mika oder Carlos, möchte ich eine Bewerbung um ein Praktikum bei einer Werbeagentur schreiben oder möchte ich mich als Englischlehrer bewerben? Ganz einfache Differenzierung. Mit zusätzlichen Texten, die dazu angeboten werden für das Praktikum oder als Englischlehrer. Aber diese kleine Differenzierung hilft schon mal, wenn ich schon die Möglichkeit habe, mich zu entscheiden, entscheide ich mich bewusst für das eine oder andere und dann bin ich sofort interessierter. Das Filtersystem im Gehirn wird ein wenig ausgetrickst, sage ich mal, denn wir haben einmal besprochen, ich nehme nur das auf, was für mich persönlich oder sozial relevant ist. Und da ich mich schon entschieden habe, dass das Praktikum oder eben die Lehrtätigkeit für mich relevanter ist, merkt mein Gehirn sofort, Achtung, Achtung, relevant, wichtig, passe ich ein bisschen mehr auf. Arbeite ich etwas intensiver, arbeite ich mehr ich-bezogen. Also hier mit einem sehr einfachen Trick, sage ich mal, kann man die Arbeit noch etwas intensivieren und es macht ja sicherlich auch mehr Spaß, wenn man sich gut, die Auswahl ist hier trotzdem eingeschränkt durch diese zwei Felder, aber wenn die Auswahl immer wieder zu treffen ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich mich da besser wiederfinde und dass es dann mehr Spaß macht. Ähnlich geht es hier, Bindifferenzierung nach Inhalt. Hier geht es um eine Diskussion über die Wirkung von digitalen Medien. Die Dame links sagt, durch digitale Medien wird die Kommunikation oberflächlicher. Der junge Mann sagt, durch digitale Medien kommuniziert man mehr und intensiver. So, das ist natürlich sofort eine Anregung zur Diskussion, aber wenn Sie jetzt die Lerner sofort da reinschmeißen, diskutier mal los. Dann sind sie natürlich überfordert. Sie müssen erstmal sich selbst sammeln, Argumente sammeln, vielleicht auch erstmal sprachlich vorentlasten. Und dazu haben sie wieder Texte in der App. Für die eine Position, für die andere Position. Und das macht die sprachliche Arbeit an dieser Stelle natürlich viel, viel spannender, als wenn ich so einen Universaltext habe, in dem beide Positionen dargestellt sind. Alle lesen diesen Text. Und dann soll man darüber diskutieren. Was soll ich denn da diskutieren? Haben wir doch gerade alle gelesen. Aber wenn jeder was anderes liest und seine Argumente dort nochmal besser sortieren kann und dann in die Diskussion einsteigt, viel spannender. So sehe ich das. Ich kann mir vorstellen, so sehen Sie es auch, so sehen Sie das auch, denn es ist auf jeden Fall naheliegend. Jetzt möchte man schon in die Strategie, in die Diskussion einsteigen, aber Sie wissen, diskutieren ist wiederum etwas, was mit Strategien verbunden ist, mit Kommunikationsstrategien. Wir haben nicht nur Lernstrategien, Lesestrategien, wir haben auch Kommunikationsstrategien. Die Vielfalt an Strategien wird in Weitblick bedient, hat sogar eine eigene Fahne, alle Übungen, die mit Strategien verbunden sind, sind in Farbe. Jetzt habe ich die offizielle Bezeichnung, die Farbe vergessen. Irgendwas wie rosa, lila oder so. Sieht das für mich aus? Ich bin aber nur ein Mann, ich kenne mich mit Farben nicht so gut aus. Strategien.
Hier sehen Sie die Farbe, Sie finden bestimmt ein besseres Wort dafür. Hier geht es also um Diskussion an dem Zeichen hier, an dem Icon am Rand. Sehen Sie, da gibt es etwas, da gibt es Material und alle diese Icons, die am Rand sind, führen immer in die App. Also Sie müssen überlegen, wie war das nochmal bei Strategie, soll ich da in die App gehen oder nicht? Ja, immer. So, und was finde ich denn da? Das will ich Ihnen mal kurz zeigen. Und zwar an diesem Video. Es gibt durchgehend bei jeder Einheit Strategievideos. Ich lasse mal das hier mal kurz anspielen, damit Sie sich vorstellen, in welche Richtung das geht, wie da gearbeitet wird und ob das, damit Sie sich eine Meinung bilden können, ob das vielleicht ansprechend sein könnte für die Lernenden, für die Lernenden. Jetzt solltet ihr euch überlegen, welche Argumente. Moment mal, wir sind ja mittendrin. Wir wollen ja von Anfang an. So, jetzt geht's los. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Einfach praktisch Deutsch mit Lisa. Und Melvin. Melvin, um was geht es denn heute? Heute erklären wir euch, wie man eine Diskussion führt. Stellt euch vor, das Thema der Diskussion ist, wie digitale Medien den Kontakt zwischen Menschen verändern. Also ich bin der Ansicht, dass digitale Medien den Kontakt zwischen Menschen oberflächlicher machen. Viele Menschen kommunizieren nur noch über ihre Smartphones oder über ihre Tablets miteinander, ohne wirklich miteinander zu reden. Lisa, wie siehst du das? Ich sehe das ganz anders. Na gut, das bringt uns aber nicht weiter. Du sagst nicht, warum du es anders siehst. Du musst deine Meinung aber begründen. Stimmt, da hast du recht. Also, wie ihr merkt, diskutieren ist gar nicht so einfach. Deswegen geben wir euch jetzt ein paar wichtige Tipps. Für eine überzeugende Argumentation ist es sehr wichtig, die eigene Meinung zu begründen. Überlegt euch, welche Meinung ihr zu dem Thema habt und sammelt dann Argumente, also Gründe für eure Meinung. Am besten notiert ihr sie gleich. Jetzt solltet ihr euch überlegen, welche Argumente euer Gesprächspartner haben könnte. Macht euch auch dazu Notizen. Wenn ihr eure Argumente und mögliche Gegenargumente notiert habt, kommt es auf die richtige Reihenfolge an. Überlegt euch, mit welchem Argument ihr anfangen möchtet. Aber überlegt auch, mit welchem Argument eure Gesprächspartnerin anfangen könnte. Pavel, kannst du mich hören? Nein, der Ton ist Ah, aus. gut. Ja, jetzt habe ich natürlich alles umsonst erzählt. So, Super. genau. Ich wollte noch zusammenfassen, dass diese Videos aus meiner Sicht unterhaltsam, aber auch lehrreich sind, da sie viele Tipps präsentieren, die auch direkt im Anschluss Anwendung finden, da die Videos direkt mit der Progression des Lehrwerks verbunden sind. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen direkt im Anschluss agieren. Die Übungen, die wir vorher im Ausschnitt gesehen haben, sollen sie bearbeiten und die Diskussion führen. So und so ähnlich wird mit den Strategievideos, aber auch mit anderen Strategieübungen gearbeitet. Zwei Punkte haben wir noch vor uns: kooperative Aufgaben und die Grammatikwiederholung. Kooperative Aufgaben habe ich schon angesprochen, als es um das Miteinander, um die natürliche Differenzierung ging, da die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam einen Weg suchen, aber jeder einen anderen Teil des Weges
beschreiten darf. Hier geht es bei der Übung darum, eine Veranstaltung zu planen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten sich etwas zum Veranstaltungsort überlegen, also eine Gruppe erarbeitet Vorschläge zum Veranstaltungsort, eine andere Gruppe zum Catering, die dritte Gruppe zum Abendprogramm. Natürlich gibt es hier, das liegt ja auch der Natur der Sache, kein richtig oder falsch. Es gibt in der App verschiedene Angebote, als würde ich gerade mir Informationsblätter einholen zur Veranstaltung, zum Catering und zum Abendprogramm. Die Gruppe soll gemeinsam diskutieren, welche Vor- und Nachteile die einzelnen Angebote haben, vielleicht eine Art Kurzpräsentation darstellen, erarbeiten, damit man das dann am Ende in eine Gesamtgruppe zusammentragen kann und eine super Veranstaltung gemeinsam planen kann. Da sieht man ja auch, welche Kraft in der Gruppe steckt, denn ein Einzelner würde da wahrscheinlich überfordert sein, eine gesamte Veranstaltung zu planen, aber wenn man das kooperativ angeht, dann geht man Schritt für Schritt und man erreicht gemeinsam das Ziel. Die Differenzierung, wie gesagt, steckt in der Natur der Aufgabe, die sogenannte natürliche Differenzierung. Man darf selber auch weitere Hilfsmittel verwenden, insbesondere bei der Erstellung der Präsentation. Man könnte in Abwandlung auch noch weiteres Material einholen, vielleicht irgendwelche Flyer noch mit benutzen von irgendwelchen Clubs aus der Umgebung und ähnliches. Also da geht das sehr, sehr weit und das Spektrum der Differenzierung lässt sich da sehr gut bedienen. Und zur Grammatikwiederholung. Hierzu ist ganz einfach zu sagen, die ist explizit. Das heißt, Sie sehen, grammatikalische Übungen bei den Direktwiederholungen steht. Denn es ist ja klar, die Grundstufe bildet da ein Fundamentum. Aber wenn das nicht wiederholt wird, zerbröselt das Fundament nach und nach. Hier wollen wir auch wirklich explizit und damit verbunden auch bewusst an der Wiederholung arbeiten. Wir wollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch wissen lassen, dass es hier um Wiederholung geht, damit sie direkt versuchen, die Inhalte wieder zu aktivieren, damit sie sich versuchen zu erinnern, welchen Zusammenhang habe ich das bereits gelernt, anstatt dass sie der Meinung sind, das ist irgendwas Neues, aber kommt mir komischerweise bekannt vor. Nee, hier wollen wir natürlich bewusst wiederholen. Sie sehen die verschiedenen Schwerpunkte, die Inhalte aus der Grundstufe ansprechen. Ja, und zum Schluss ein paar Fakten als Überblick. So, Sie haben die Möglichkeit, das Lehrwerk in drei Teilbänden zu bekommen. Habe ich die Reihenfolge irgendwie sinnvoll dargestellt? So gut wie. Kleinen Moment. Also wir haben B1 Plus und B2.1 und B2.2. Das wäre also die Teilbandvariante, in dem ich die B2-Stufe in B2.1 und B2.2 aufgeteilt habe. Dafür habe ich aber Kurs- und Übungsbuch in einem Buch. Ich könnte mich alternativ entscheiden, Gesamtband B2 zu benutzen und ein separates Übungsbuch zu verwenden. So, die Audiodateien, habe ich noch nie erwähnt, kann man theoretisch auch als CD erwerben oder als MP3 downloaden. Über die Codes haben wir schon drüber gesprochen. Eine Handreichung gibt es auch als Download, kostenlos oder gedruckt. Die gedruckten, also die physischen Medien, sind natürlich immer kostenpflichtig. Ein Unterrichtsmanager, ein Thema für sich. Wer schon mit Scoop gearbeitet hat und dort Unterrichtsmanager benutzt hat oder besser noch den neuen digitalen Unterrichtsmanager über die Cornelsen-Seite aufgerufen hat, weiß,
welche Vorteile das hat. Auch da kann ich ja alle Texte, alle Bilder aufrufen, sie zur Präsentation oder zur Vorbereitung des Unterrichts verwenden, alle Medien auch direkt von dort aus aufrufen. Wenn ich eine digitale Tafel habe, dann komme ich um das Medium praktisch nicht drum rum, würde ich auf jeden Fall empfehlen und gegebenenfalls auch eine Institutionslizenz nutzen. Sprechen Sie mit Ihrer Sprachschule, ob das vielleicht für Sie ein günstiger Weg wäre. Auch im Bereich der Lesestrategie, selbst in B2, finde ich das vorteilhaft, wenn ich mit einem Text groß an der Tafel, an der digitalen Tafel arbeiten kann, dort drinnen rummarkieren, schreiben und so weiter. Viel besser, als wenn man nur über die Texte spricht, die man ja nicht gemeinsam sich anschauen kann. Ganz kurz zum Unterrichtsmanager. Wie gesagt, da haben wir auch in der Mediathek von Cornelsen auch Webinare, bei denen es direkt nur um das Thema geht. Zusatzmaterialien, wie gesagt, PagePlayer oder Webcodes. Kurz zur Übersicht. B1 Plus, also ein Brückenlehrwerk zwischen B1 und B2. Sie wissen, generell ist der Übergang von B1 auf B2 schwierig, da das Niveau, was auf B2 vorausgesetzt wird, mit einer großen Stufe größer ist. Teilweise liegt da auch noch Zeit dazwischen, zwischen B1 und B2. Das Lehrwerk B1 Plus ist also in der Regel eine gute Empfehlung. Wir rechnen hier mit knapp 100 Unterrichtseinheiten. Natürlich ist es schwer zu kalkulieren, da es recht individuell von Ihrer Gruppe abhängt. Bei B2 sind es gleich ein paar Doppelseiten mehr. Hier rechnen wir mit knapp 200 Einheiten. Auch hier haben Sie eine Einstiegsseite und dann die 12 Einheiten, a 12 Seiten. Zum Konzept. Hier ist meine Abschlussfolie, die wir nach und nach gemeinsam aufbauen, besprechen. Man spricht bei Weitblick von über einen multithematischen Einsatz. Was bedeutet das? Ich habe das mit der Einheit 3 versucht zu demonstrieren, Wege finden. Das ist ein Thema, in das so ziemlich alles reinpassen könnte. Es gibt hier so ein paar zentrale Themenbereiche wie Extremsport, alternative Energie. Berufliches ist natürlich sehr wichtig, politisches, soziales Engagement, Arbeit, immer ein Thema, Digitalisierung, Landeskunde, auch hier in Form von Berliner Mauer. Die ganzen Themen können Sie auch alleine anhand dieses Bildes ablesen. Und innerhalb des multithematischen Einsatzes ist es so, dass innerhalb einer Einheit verschiedene kleine Unterthemen sind, aber gleichzeitig diese kleinen Unterthemen können sich auch in mehreren Einheiten wiederfinden. Das heißt, da gibt es eine Kreuz- und Quervernetzung von Themen, die das Arbeiten aus meiner Sicht spannend macht. Ich will mich nicht so kritisch über andere Lehrwerke äußern, aber stellen Sie mal vor, wenn ich 12 Seiten nur zum Thema Essen arbeite oder wenn ich 12 Seiten über verschiedene Wege mich verschiedenen Themen nähere. Beides hat Vor- und Nachteile. Das hier ist aus meiner Sicht auch auf jeden Fall spannend. Hier nur einen kleinen Überblick über die weiteren Einheiten, also B2.2. Auch da sehen Sie sowohl die Themen als auch die grammatikalischen Inhalte in einer kurzen Übersicht und können sich auch die jeweilige Vernetzung, Verzahnung da gut vorstellen. So, das waren zum multithematischen Ansatz. Eine sinnvolle Verzahnung von Kursbuch und PagePlayer-App. Das war praktisch mein Schwerpunkt dieses Vortrags zum Thema Heterogenität und Differenzierung, was jetzt an die Hilfsmittel, Arbeitsmittel, was diese betrifft. Also da hilft uns die PagePlayer-App auf jeden Fall weiter, weil wir dort die ganzen Differenzierungsmaterialien aufrufen können. Die Binnendifferenzierung ist ein großes Thema
und aber auch die Strategievermittlung, auch beides sehr explizit in dem Lehrwerk verwendet. Prüfungstraining ist auch explizit, denn am Ende jeder Übungsbucheinheit ab B2 finden Sie auch eine Prüfungsvorbereitung. Da ist also eine ganze Doppelseite, ich halte es einmal kurz hoch, die Einheit, die Kapitel, Überschriften sind eigentlich blau und am Ende jeder Einheit im Übungsbuch sehen Sie eine ganze Doppelseite Prüfungsvorbereitung. Die Prüfungsformate sind insbesondere an TELC, Goethe und ÖSD orientiert, werden dort auch als solche ausgewiesen, sodass die Formate auch aktiv trainiert werden, inklusive der Höraufgaben und auch der sprachlich produktiven Aufgaben. Apropos Übungsbücher, dort gibt es sogar mehr Einheiten oder mehr Seiten als im Kursbuch. Im Kursbuch sind wir bei B2 bei 12 Seiten gewesen, bei Übungsbuch sind wir schon bei 14. Auch durch diese Prüfungsdoppelseite bedingt, aber auch da sehen Sie, welche Fülle an zusätzlichen Materialien, Übungen Ihnen da noch zur Verfügung steht. Dort geht es um die Wiederholung, Vertiefung der Inhalte, aber auch mit der expliziten Strategietraining, Phonetikübungen, Prüfungsvorbereitung, wie schon angesprochen. 1:1 Bezug zwischen Kursbuch, Übungsbuch hilft Ihnen hin und her zu navigieren. So, das letzte Thema klicke ich gleich mal zusammen. Hier geht es um den multiperspektivistischen Diversitätsansatz und auch den plurikulturellen, plurilingualen Ansatz. Schlaue Worte bedeuten übersetzt, es geht darum, dass man auf der Grundlage vielfältiger Erfahrungen die eigene Perspektive erweitert, den Blick erweitert und neue Perspektiven einnimmt. Das ist das, was damit gemeint ist. Das ist auch das Prinzip, das Landeskundeprinzip, das damit verbunden ist. Über diese Diversität statt über Stereotype wollen wir die Vielfalt darstellen und für die Vielfalt sensibilisieren. Das ist das, was sich das Lehrwerk hier auf die Fahnen schreibt. Soweit es mir möglich war in der kurzen Zeit, habe ich versucht, in das Thema einzuführen und Sie auch durch das Lehrwerk durchzuführen. Es wäre, Sie hätten jetzt die Möglichkeit, noch Fragen zu stellen. Das können Sie sowieso im Chat machen. Ich mache den Chat noch ein bisschen größer hier für Sie und würde mich auch freuen, wenn Sie mir links mal kurz notieren, welchen ersten Eindruck das Lehrwerk für Sie vermittelt. So, da dieses Webinar aufgenommen wird, will ich den Kolleginnen und Kollegen mich von den verabschieden, die an dieser Stelle auch das Video beenden. Wir werden uns jetzt einfach ein wenig Zeit nehmen, das setzen zu lassen und eventuelle weitere Fragen beantworten. Aber ansonsten hoffe ich, dass ich Sie interessieren konnte für das Thema und für das Lehrwerk. Cornelsen. Potenziale entfalten.